Morgen sich die Welt noch dreht, die Sonne hoch im Norden steht, sich das Quadratkreis rund ausgeht, wär's plötzlich so, wären wir schockiert. Drum würden wir es gern vorher wissen, ganz oben unsere Flagge hissen, damit wir dann nicht was vermissen und das Problem sich potenziert. Man fragt viel und interpretiert, sieht's astrologisch kompliziert, mutmaßt, legt fest und resümiert, am Ende war's falsch kalkuliert. Man kann strampelnd sich beschweren, auf den Trend der Masse schwören, sich um überhaupt nichts scheren, flehen in abgehobene Sphären und sich permanent verzehren im Versuch, sich's zu erklären und auch andere zu belehren. Man wird immer was entbehren. In jeder Suppe schwimmt ein Haar, was ist letztlich berechenbar. Als einziges ist sonnenklar, dass nichts bleibt, wie es einmal war. Die Sicherheiten sind sehr rar und bergen in sich die Gefahr, dass sie verschwinden übers Jahr, man frustriert ist ganz und gar. Am besten ist, man bleibt im Bett, denn nix genau ist, was man nett. Ob Frau und Mann zusammenpassen, als Meister zwei verschiedener Klassen, man kann sich nicht darauf verlassen, und doch gab's da schon viel Gefühl. Ob manchen Mannes große Pose nur zeugt von seiner toten Hose, vielleicht auch von einer Zwangsneurose, sonst wär er öfter länger still. Ob militante volle Mansen sich hinterm Vaterbild verschanzen und doch nach seiner Pfeife tanzen, wenn sie schreien, Männer auf den Müll. Am besten ist, man bleibt im Bett, denn nix genau ist, was man nennt. Ob der Mann im Laden leidet, wenn Frau sich lang die Waden kleidet, der Veganer Maden meidet, wenn er seinen Apfel isst, ob der Kaugummi noch klebt, wenn man ihn aus der Tasche gräbt, ob der Nebel sich nur hebt, weil der Hahn kräht auf dem Mist, ob einem heut Fortuna lächelt, jemand schlechte Luft zu fächelt, bis man bleich ermattend röchelt, es könnte sein, es ist wie es ist. Am besten ist, man bleibt im Bett, denn nix genau ist, was man nett. Wirklich quälen oder das Selbstbewusstsein stählen, egal was andere so erzählen, man schaut erst mal und wartet ab. Ob es heute Bauernburschen regnet, der Papst uns wirklich alle segnet, ob ein UFO dir begegnet und ein Alien steigt herab, ob der UNO-Ausschuss tagt, der Nachbar dich nicht doch verklagt, dein Deo viel zu schnell versagt, du weißt es nicht, das hält auf Trab. Ob Magenplagen an uns nagen, weil wir seit Tagen fragend klagen, wo wir sonst nichts zu sagen wagen, und wenn, dann fehlt's oft an Niveau. Ob uns ein schweres Schicksal heimsucht, die Wissenschaft beim Fisch das Bein sucht, der Dichter ab und zu im Reim flucht, keine Ahnung, I don't know. Ob wir nur denken, dass wir denken und nicht bloß das Gehirn verrenken, uns dabei allen Durchblick schenken, weiß niemand, doch scheint's oft so. Man kann strampeln, sich beschweren, auf den Trend der Masse schwören, sich um überhaupt nichts scheren, flehen in abgehobene Sphären und sich permanent verzehren im Versuch, sich's zu erklären und auch andere zu belehren. Man wird immer was entbehren. In jeder Suppe schwimmt ein Haar, was ist letztlich berechenbar? Als einziges ist sonnenklar, dass nichts bleibt, wie es einmal war. Die Sicherheiten sind sehr rar und bergen in sich die Gefahr, dass sie verschwinden übers Jahr und man frustriert ganz und gar. Am besten ist, man bleibt im Bett, denn nix genau ist, was man nett.